Did I mention thick skin was waiting for you? Alright, alright. I'm going. Den hatten wir gelesen, ne? Ja. Die Bestie. Ah, ich erinnere mich. Irgendwas haust da im Wald. Wir kriegen ein paar Werwolf-Vibes von der Beschreibung. Aber bisher waren es ja immer irgendwie geisterartige, deswegen mal gucken. Lull, the Halfpenny Redeemer come to save us. Thou may enter, O great Savior. Was hab ich dir denn getan? Kaboom. Vielleicht hat der Händler recht gehabt. Excuse my sister. Underestimating her would be a mistake. She's tougher than you. You're alive. What does it matter how I got here? I lived. And that is all. Aye. Living be what counts. Der Dialog griff nicht ganz so gut ineinander. Wirkt ein bisschen, als wäre da was zwischendurch umgeschrieben oder geschnitten worden und sie haben das nicht angepasst. Aber kann passieren. Also, ne, also es ist jetzt kein Riesending. Gibt es Neuigkeiten aus Eden Town? Is there news from New Eden Town? When you went to the meeting house, I gathered my flock and left. I've heard nothing since. Your faith in us gladdens my heart. I wasn't wrong, was I? But folk here still believe in you. Was ist aus denen geworden, die geblieben sind? What became of those who stayed? Dead, or near it. I'm neither foolish enough nor mad enough to go find out. She thinks you a madman or a fool. Maybe I'm both. Don't crow. Foolish madmen abound. Was ist mit den vermissten Siedlern? What about the missing group of refugees? What about them? Kate told me they went missing before reaching your camp. Any chance they survived in the woods? Not the slightest. Otherwise they would already be here. Those poor bastards are long dead. Okay. Irgendwas. Irgendwas geht nicht auf. Irgendwas erzählen sie uns nicht. Irgendwas fehlt uns. Was werdet ihr jetzt tun? Where lies the future for you? For the camp? For the people here? The plan was to walk across the mountains, but the cold put an end to that. For now, we stay. Till the weather lifts. The weather and the fear. They must feel the sun on their faces again and courage in their hearts. Who would not wish to feel the sun upon their face once more? Ja, okay. In ihrer Position noch eine ganz andere Geschichte. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass sie gesagt hat, courage in their hearts. Aber durch ihren Akzent klang es wie courage in their arse. Ja. Und was mache ich da jetzt? You didn't ask me here to watch you drink soup.
What do you want? Kate says you have metal. I can use that. There's a service I need from you. You've something important needs doing and you want me to do it? No wonder your sister's fuming. Kate may wish her skin were thick as mine, but wishing will not make it true. Ja, ja. Ich sehe, wo sie das beleidigt haben könnte. Irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwas war mir aufgefallen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Verdammte Axt. Wenn man es nicht sofort rausblubbelt, ne, sondern auch nur 2 Minuten die Fresse hält, dann passieren so eine Sachen. Fällt mir wieder ein. Das jüngste Kind hat das oft nicht leicht. Being the youngest can be a burden. Double when your big sister is the chief. I'm no chief. I keep my head, that's all. For this, folk look to me. Speak frankly. What would you have me do? Banish a ghost that doesn't exist. Folk here believe in monsters. The fear makes them weak. Kill the beast. Kill their fear and give them back their strength. Fear can be good. We can't spare much, but you shall have a gun and powder and shot with it. Klingt doch erstmal nach einem Angebot. Was mir eingefallen ist, ist, dass die auf besseres Wetter warten. Wenn ihr euch erinnert, ne? Es ist Juni. Und das Wetter ist Februar. Ich vermute ganz stark, dass das mit dem Geist zusammenhängt, der da in New Eden sitzt. Ich glaube, wenn die da einfach nur sitzen und warten, können die auf den Sommer warten, bis die schwarz werden. Das wird nicht passieren. Wieso sollte die Bestie nicht echt sein? You know the curse is real. Why not the beast too? The beast is nothing much. A bear, perhaps a wolf. A monster only in the mind. Why not kill it yourself? Because when the banisher kills the beast, everyone here will believe the monster dead. Ich verstehe, was sie möchte. Die relevante Frage ist, hat sie recht damit, dass es sich um eine imaginäre Gefahr handelt? Ich arbeite nicht umsonst. Tis honest work. I presume you'll pay for it. I have the means to pay you. My word on it. We'll see how that goes. I'll hunt your beast. Whatever it is. If you answer one last wee question. You may ask it. What's with the name? No one rightly calls their daughter Thick Skin. My birth name be best forgotten. Thick Skin better suits the world. Fair enough. In the wild, we carry muskets. And we carry these. Whistle for help if the need be great. And the gun? My sister can spare her musket. If you can get it from her. Ich könnte mir auch stattdessen irgendwie 2 Zehennägel ziehen. Wie wär's? Kate will be delighted. Kate will be hurt. I predict fireworks. Ach, schön. You think Kate's feelings get in her way? Watch her reaction when you ask for the musket, then tell me I'm wrong. Uiuiuiuiui, Leute. Ich guck mal gerade noch nach der Beschreibung der Pfeife. Aufgabengegenstände? Hier. Die Holzpfeife, die Red von Thickskin erhielt, um nach Hilfe zu rufen. Okay. Ein Duell mit ihr? Ich habe keinen blassen Dunst. Ich weiß nicht.
Können wir nicht einfach ohne gehen? Wir brauchen die doch nicht, oder? Ging doch bisher auch so. Don't you have business elsewhere? Gott, ist dir sauer. Save us all from the beast. Go do my sister's char work. I need a musket. Thick skin said I should have yours. You'll rot in hell first, and so will she. This should be good. Schön, dass Anthea da einfach steht. Und es fehlt nur noch das Popcorn. Du bist sehr hilfreich. Es ist nicht leicht, das jüngste Kind zu sein. Your sister doesn't treat you equal. It's hard to be the younger sibling. I'll stop you there. You and I won't be bonding today, common ground or not. My musket is my liberty. With it, I go where I please. You won't lull me into giving it up. There's pain behind the anger. I doubt you'll blunt her temper. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich habe das Gefühl, es dürstet ihr nach Unabhängigkeit. Lasst mal versuchen, sie wie ein Individuum zu behandeln. Vielleicht funktioniert das. Measure your worth by your own mark. Your sister's estimation shouldn't matter. It matters. I do great work here, but my bull-headed sister won't see it. Thick skin measures worth by metal. The strong will live and the weak will die. She chose you to hunt the beast with my musket. She doesn't have to say a word about what she thinks of me. Das bringt beides irgendwie wenig. Das ist nicht die Argumentation, die ich gewählt hätte, weil das ist nicht ihr Problem. Jetzt die Aufgabe kleinzureden oder ihr Versprechen, die Flinte wiederzubringen, das ist ja nicht ihr Problem. Ihr Problem ist, dass sie das Gefühl hat, ihre Schwester nimmt sie nicht ernst. Und was wir ihr jetzt eigentlich erzählen müssten, ist, dass sie dass ihre Zeit im Grunde kommen wird. Ne? Kate ist die bessere Person in Friedenszeiten. Jetzt mal so salopp gesagt. Und da wird Thickskin das auch sehen. Die ist nun gerade so in ihrem eigenen Tunnel, dass sie nicht nach rechts und links guckt. I'll bring you back your gun. I swear on it. You won't make it to New Eden Town without a gun. And we both know it. I'm sorry. I wish there were another way. As do I, Scotsman. You may have the gun. Now be so kind as to leave me be. Thickskin. Davon überzeugt, dass nur die Starken überleben. Okay, soweit klar. Kate wiederum. Wir beweisen, dass sie ebenso stark ist wie ihre Schwester. Ja. Das ist ein zusammen mit der Bestie ein Fall. Bin gespannt. So, Muskete. But she strikes fine. Unlike some, she won't go off half cocked. I'll take good care of her. And she of me, no doubt. Oh. Kate's Muskete. Gewehrschaden, Zorn, Vitalität. Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr verursachen 20% mehr Schaden. Rüstenweise. Können wir nur im Unterschlupf. Aber zumindest ein bisschen aufrüsten können wir sie. Das sollten wir bei nächster Gelegenheit tun. Der genervte Tonfall ist der Hammer. Lang.
ist da Lager, Lager? Ah, da. Einmal kurz die Muskete reparieren. Hallo, Intermenius. Schön, dass du reinschaust. So. Einmal Elon. Jedes Mal passiert mir das. Einmal Elon aufgerüstet. So, dann gucken wir doch mal. Die demonstriert nochmal den genervten Tonfall. Sag mal. Da lang. Also rechts. Okay. Wollte gerade sagen, irgendwie hat sich der Questmarker verschoben. The more I know thick skin, the more I like her. Is it a kind and friendly nature? Some would call her ruthless. Is she wrong? Life can be cruel. Perhaps she's right to embrace the cruelty. Ah, ich weiß nicht. Es gibt einfach Lebensabschnitte, wo es nötig ist, pragmatisch zu sein. Da würde ich durchaus zustimmen. Aber das heißt nicht, dass die Grundeinstellung sein muss, dass wir grausam sind für alle. Hi. Climbed down from your tree then, have you? Aye, with no help from you. What's your name, lad? Beloved Scudder, if you must know it. I see you found yourself a gun. Kate gave it to me. I'll check, you know. Was gibt's Neues hier? How are things going? One nosy Scotsman the fewer, and I'd like it a sight better. Er kann uns nicht leiden, kann das sein? Kann ich das Lager verlassen? May I pass? If Kate gave you her gun, I suppose you may pass. But I don't counsel it. Bad things happen in the woods. Only thick skin walks safely out there. Was ist mit Kate? You and Kate walk the woods yourselves, do you not? Sometimes, and it's no gift. Kate's quick-tempered when she's not closed off. They say her heart were broke once. It never mended. Thank you for your time, Scudder. Good day to you. See you again, McCraith. If you're lucky. Kate. Einst das Herz gebrochen, hat sich nie davon erholt. Okay. Interessant ist, dass es für uns jetzt hier rausgeht. Was ist denn mit dem ganzen Bereich hier? Ist der optional? Oder kommen wir da später hin? Ich will das gerne einmal checken, ob wir da theoretisch jetzt lang können. Und einfach nur nicht lang gegangen sind, weil uns da nichts hingeführt hat. Bin so ein bisschen neugierig. Aber das scheint ja so ein ganzes Areal zu sein, mit dem wir jetzt nichts zu tun hatten. So, kurz einmal links. Hier. Boston. Mal gucken, wie weit wir kommen.
Weiter drüben, das sieht ja so aus, das geht auch Richtung New Eden. Da deutet alles darauf hin, nach da geht halt das Spiel weiter. Hier ist richtig Halligalli, Leute. Make a run for it. Move it. So, Karte. Ja, hier ist offensichtlich einfach ein ganz von der Quest unberührtes Gebiet. Aber wenn wir uns die Stufen angucken, der Geister, die waren Stufe 7, das war jetzt für uns völlig entspannt. Dann würde ich doch sagen, wir erkunden kurz dieses Gebiet. Müssen wir jetzt nicht links liegen lassen. Der Wilderer. Eine seltsame Holzfigur, die in der Nähe einer verfluchten Truhe gegenüber der Jagdhütte gefunden wurde, südlich der ausgebeuteten Hügel. Okay. Guck mal, hier sind noch mehr. Dieser Dinger. Aber da können wir immer noch nichts mit machen. Da fehlen uns offensichtlich immer noch die Geisterkräfte für. Oh, wir werden das alles backtracken müssen, Leute. Ich meine, ich habe jetzt nicht den harten Ehrgeiz, es auf 100% zu spielen. Aber wenigstens gucken, dass wir möglichst viel mitnehmen, würde ich schon. Von da kommen wir. Hier kommen wir nicht weiter. Heißt, dann gehen wir jetzt hier lang. Ja. Ah ja. Da kommen wir jetzt noch nicht weiter. Oder? Oh. Aha. Can I get to this one? Try another one. Ja, danke. Ja. Trouble's about. No. Blast. Oh.
Und kabam. Zack. So, jetzt haben wir den da noch. So. Na dann. So, aber stufentechnisch läuft es hier schon. Die Menge tobt. Kann ich das irgendwie... Geht's da lang? Hier geht's da lang. Völlig egal, in welche Richtung. Wir gehen erstmal links rum. Hier hoch. Ist da. Und hier hoch. Gut, gut. Dann war hier. Nochmal so ein bisschen Karte checken. Gehen erst links, dann rechts. Das hier mit den geraden Felsabbrüchen mag ich ja auch sehr gerne. Seht ihr das? Oh, und guckt mal da oben. Leder, okay. Aber stimmt, das bedeutet, wir können jetzt diese ganzen Dinger da runterholen mit der Muskete. Eieiei, ich glaube, wir werden einfach kurz vor Schluss, wenn wir alles freigeschaltet haben, noch einmal über die Karte wandern müssen. Und diese ganzen Sachen einsammeln. Weil wenn ich jetzt einmal gehe und mit der Muskete alles abgrase, muss ich das nachher mit den zwei anderen Geisterfeatures auch nochmal machen. Und wir kriegen ja noch die großen Geisterkräfte, mit denen wir dann auch hier die Wände kaputt machen können und so. Das heißt, spätestens da müssen wir sowieso nochmal backtracken. Ich würde das also wahrscheinlich einfach kombinieren. Okay, wie haben wir das hier? Oh. Dann gucken wir erstmal hier rein. So. Okay. Hallo Lemeriel, schön, dass du reinschaust. So, und da sind wir jetzt dann wieder am Dorf, wenn ich das richtig sehe. Right. Okay. Dann also wieder zurück. Und hier runter. Und dann erkunden wir hier weiter. Das war's? Das ist ja überschaubar. Da habe ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Aber gut. Dann sind wir hier auch fertig. Hier ist irgendwie noch so...
Geisterrauschen. Du bist bei der Bestie. Genau, wir sind gerade noch in einen anderen Bereich rein. Weil ich gesehen habe, dass wir da noch nicht drin waren. Und ich das Gefühl hatte, wir kommen sonst vielleicht auch nicht mehr rein. Ihr hört dieses Geisterrauschen, ne? Irgendwas zeigt das an, aber ich sehe es nicht. Vielleicht nicht hier. Ist vielleicht irgendwie ein Gegenüber oder so. Aber hier ist ja eigentlich nichts. Sehe jetzt aber auch nichts. Gut. Sei es drum. Vielleicht ist es auch nur die Höhle, dass dieses Geräusch macht.